Die Höhle der Löwen, Thelmann Schulz, einen Fußballstar in der Familie. 2019 lernten sich Melissa, 29, und Philipp bei Hochzeit auf den ersten Blick kennen und lieben. Nachdem der gelernte Automobilkaufmann und die Erzieherin im TV vor den Traualtar traten, wurden sie im Dezember 2020 Eltern eines kleinen Sohnes, den sie in der Öffentlichkeit nur Mucki oder M nennen. Ein Jahr später gaben sie jedoch ihre Trennung bekannt. Seitdem tragen sie einen öffentlichen Rosenkrieg aus. Lassen kein gutes Haar an dem anderen und auch die Sorgerechtsregelung sorgte immer wieder für Streitigkeiten. Da offensichtlich böses Blut zwischen ihnen herrscht und beide inzwischen wieder glücklich vergeben sind, dürfte ihnen daran gelegen sein, einen endgültigen Schlussstrich zu ziehen. Doch die Scheidung will offenbar nicht über die Bühne gehen. In ihrer Instagram-Story zeigt sich Melissa nun frustriert, denn der Scheidungstermin ist erneut geplatzt. Ich dachte wirklich, ich werde heute geschieden. Wurde aber eines Besseren belehrt. Schade Schokolade, alle guten Dinge sind dann eventuell 3, 4, 5 oder 6. Wir werden sehen, Sick. Teilt sie mit. Später meldet sie sich mit einem weiteren Beitrag, in dem sie es schließlich mit Humor nimmt. Da sie nun weiterhin verheiratet ist, müsse sie an ihrem bevorstehenden 30. Geburtstag wenigstens keine Klingen putzen. Scherzt sie. Warum genau der Termin nicht stattgefunden hat, verrät sie allerdings nicht. Alina Merkau, 36, wollte eigentlich nur Urlaub mit ihrer Familie machen. Die Sorge der ZuschauerInnen hatte sie dabei nicht eingeplant. Die sind ihrem Haussender satt. Eins nahezu aufs Dach gestiegen, nachdem die Moderatorin mehrere Wochen nicht im Frühstücksfernsehen zu sehen war. Einige Fans befürchteten, die 36-Jährige hätte sich heimlich vom beliebten Sat.1-Format verabschiedet. Mitte Februar gab es dann Entwarnung, Alina ist zurzeit im Urlaub. Gab das Social Media Team bekannt. Jetzt meldet sich die Zweifachmama selbst zu Wort und verrät im Gespräch mit T-Online, warum diese Auszeit so wichtig für sie war. Ich habe mir keine Auszeit genommen, weil ich weg vom Sat.1 Frühstücksfernsehen wollte. Sondern um Familienzeit zu genießen, stellt die gebürtige Berlinerin in dem Interview klar. Sie fügt an, das war das letzte Mal, dass wir das so frei machen konnten, bevor meine Tochter in die Schule kommt. Dass man sie so sehr vermisst habe, sei ihr gar nicht bewusst gewesen. Natürlich freut sie sich aber über den Support. Seit heute können alle ZuschauerInnen wieder aufatmen, die beliebte Moderatorin steht wie gewohnt für das Sat.1 Frühstücksfernsehen vor der Kamera. Die Fernsehnews der vergangenen Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen, T-Online.de, Sat.1, Instagram.com.